Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Angeln gegangen. Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch ganz gut an diese Nebenmission. Den Typ, den findet man, ich glaube, wir sind sogar hier, wo man den findet. Genau, da findet man den, an dem See unterhalb von Erebon. Und ja, der hat uns wohl geschickt, 10 Metallteile zu holen. Und ja, genau das haben wir quasi schon getan. Und die bringen wir ihm gleich, aber erstmal noch lesen. Akamai ist ein Fischer, der in die Fußstapfen Erahnen treten möchte. Da er kein junger Mann mehr ist, braucht er Hilfe bei seinem Vorhaben, einen legendären Fisch zu fangen. Genau. Ich weiß noch, dass diese Mission, diese Nebenmission, ein böser, böser Grind war damals. Denn dem soll man gleich, glaube ich, noch irgendwie Gold und Obsidian oder sowas bringen. Aber das werden wir wohl gleich erfahren. Danke für die Metallteile. Die werden einen feinen Köder abgeben. Ich hatte keinen mehr, seit ich jung war. Kein Problem. Als ich noch ein Junge war, folgten meine Brüder und ich den Spuren unserer Ahnen. Wir haben so viel Schönes auf dieser Insel gesehen, aber auch viel Hässliches. Wo wir gerade davon reden, hast du von den alten Goldminen gehört? Alte Goldminen? Vielleicht. Aber was wissen Sie darüber? Tja, der Köder allein ist nicht genug. Die Minen sind so voller Gold, wie die Flussbetten voller Jade waren. Ich brauche beides für den Wobbler. Der Glanz wird den Großen herauslocken. Da bin ich sicher. Ich schätze, selbst legendäre Fische lassen sich vom Glanz des Goldes verführen. Darin steckt mehr Wahrheit, als du ahnst. Kannst du mir etwas Gold aus einer der Minen und Jade aus einem Flussbett bringen? Das sollte kein Problem sein. Treffen wir uns hier wieder? Nein, Lake Mary braucht uns nicht mehr. Wir treffen uns in der Gegend von Whalers Bay, nördlich der Behemoth Passage, südlich von Small Valley. Das ist meine heilige Stätte. Das klingt wie ein Rätsel. Mit meiner heiligen Stätte ist es mir ernst, glaub mir. Ja, genau, das war's. Jade und Gold. Ja, das war damals ein ziemlicher Grind. Ich habe es auch nicht geschafft tatsächlich. Ich habe mir damals mehrere Guides auf YouTube angeschaut, habe aber nicht die Materialien in der Menge gefunden, wie ich sie gebraucht hätte. Und habe dann einfach diese Mission später dann gemacht. Also, dann irgendwann hast du ja von allen Materialien ungefähr 5000 so gefühlt. Und ja, dann irgendwann bin ich dann später nochmal zu dieser Nebenmission und dann war das kein Problem. Und da ich so viele Materialien habe, ich hoffe, ich habe noch so viele. Gold und Jade müsste eigentlich im Überfluss vorhanden sein, wenn ich es nicht verkauft habe. Ich habe nämlich vor kurzem einiges verkauft, weil ich ein paar Geldcredits brauchte. Oh nein. Habe ich das Gold verkauft? Nee, Gold ist da, Goldnuggets. Wäre schön, wenn das Zeug alphabetisch geordnet wäre. Jade, 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 Jada, Jada. Ich hoffe, ich habe die Jade nicht verkauft. Nee, da, Jade. Gold und Jade, gut. Ich hoffe, wir brauchen nicht mehr. Wie viel brauchen wir? 3 Jadesteine, 3 Goldnuggets. Gut, da haben wir mehr als genug. Sehr gut. Bin ich froh. Das wäre sonst eine sehr lange Folge geworden. Da hätte ich müssen parallel auf dem Handy gucken, wo man die Teile nochmal am besten findet. Das wäre ganz schön nervig gewesen. Schauen wir uns hier noch ein bisschen die PvP-Map an. Das ist eine PvP-Map, eine Ghost War-Map. Schon Bock nochmal auf Ghost War, ne? Aber hab schon ewig nicht mehr gespielt, weil A, geht es ja nur mit dem Gearscore-Modus. Und irgendwie ist da, meine Ausrüstung passt dann nicht mehr. Man hat ja irgendwie verschiedene Ausrüstungen.
Einmal Gearscore-Modus-Ausrüstung und Immersive-Mode-Ausrüstung. Ja, ich müsste eigentlich noch mal eine Weile im Gearscore-Modus spielen, um mir da die Ausrüstung zusammenschustern. Aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich mag den Immersive-Mode einfach viel zu gern. Ich finde aber auch, ein Gearscore-Modus hat in einem Ghost Recon-Spiel nichts verloren. Hallo! Also in meiner Erinnerung hatte der Typ auch einen grauen Bart. Also war der wirklich alt. Aber jetzt ist er ja jünger als ich. Also als Nomad. Wie alt ist Nomad? 44 oder so? Weiß gar nicht mehr. Und jetzt nochmal drücken, um zu sprechen, oder? Ja. Ich sehe, du warst fleißig. Deine Willensstärke beeindruckt mich. Danke. Also, warum treffen wir uns hier? Im Moment ist der Große nicht nah genug an der Küste. Ich bin Angler, ich weiß solche Dinge. Wusstest du, dass es auf dieser Insel 3 Arten seltener Edelsteine gibt? Meine Familie sagte immer, dass der Große gierig sei wie ein Mensch. Ich will herausfinden, ob das stimmt. Könntest du für mich entweder 3 Amethyste, 3 Chalcedone oder 3 Opale sammeln? Dann könnte ich etwas anfertigen, um diese gierige Kreatur herauszulocken. Wo kann ich diese Steine finden? Wenn ich du wäre, würde ich bei der Whalers Bay anfangen. Sieh dich südwestlich vom Shipboys Peak und nordöstlich von Doubtful Sound um. Danke für den Hinweis. Bis bald. So. Und jetzt müssen wir wieder zum anderen Ort gehen. Oder? Ja, natürlich. Wieder 16 Kilometer weit weg. Okay. Wo ist er jetzt? Da. Natürlich kein Biwak in der Nähe. Mit ein bisschen Glück gibt's da ein Boot. Von den Edelsteinen habe ich mehr als genug, habe ich eben gesehen. Also, oh, na toll. Ist zwar ein Boot da, aber nicht unbedingt ein schnelles. Aber schneller als laufen ist allemal. Nomad. Fury, Fixit, Vasili, alle einsteigen. Alles einstecken, bitte. Ah, ich will mir unbedingt mal die Kameraden noch mal neu machen. Beziehungsweise noch ein bisschen anpassen. Ein einheitliches Quad draus machen, also auch mein Skin anpassen. Ich hätte ja gern ein Armageddon Death Squad. Heieiei, so, wir kommen ja mit dem Ding komplett dahin, ne? Ja. Müssen wir. Ich muss auch nicht da vorne rum, ne? Nee, gut, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hätte ein bisschen da vorne am Horizont rum. Aber das Glück ist uns hold. Genießen wir ein bisschen die Aussicht. Wenn das nicht so ein blödes Sumpfgebiet wäre, hätte ich mir auch ein Fahrzeug schnappen. Aber ich glaube, mit dem Boot sind wir hier besser bedient. Boah, ich hätte so Bock wieder auf Wildlands. Nochmal in Bolivien reinschauen. Oder auf ein Wildlands 2 mit geilerer Grafik. Und halt konsequent weiterentwickelt. Ohne Gearscore-Modus, bitte. Naja. Ob auf der Ubisoft Forward sowas angekündigt wird,
Das weißt du schon, denn zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video erscheint, ist die vorbei. Glaube ich, oder? Ja, ist vorbei. War dann gerade am letzten Samstag. Wenn ich mich nicht täusche. So. Er hat sich hier hingebeamt. Was mich mal interessieren würde, wenn man im Koop spielt und der Koop-Partner bleibt einfach an dem anderen Ort bei dem stehen. Ist er dann zweimal da? Also einmal hier und einmal an dem anderen Ort, wo wir eben waren? Ich weiß nicht, warum da immer so eine Schwarzblende kommen muss, aber okay. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du dir so viel Mühe gibst für einen Mann, den du nicht mal kennst. Kein Problem. Sagen Sie, woher wissen Sie, ob es diesen großen Fisch überhaupt gibt? Oh, habe ich dir die Geschichte von dem Großen noch nicht erzählt? Nein, haben Sie nicht. Oh, na sowas. Dann hör gut zu. Als Kinder folgten meine Brüder und ich den Spuren unserer Ahnen. Als Jüngster durfte ich an den gefährlicheren Abenteuern aber nicht teilnehmen. Klingt, als wollten Ihre Brüder Sie beschützen. Ich bin mir sicher, Sie haben es gut gemeint. Eines Morgens jedenfalls folgte ich meinen Brüdern vor Sonnenaufgang zum See. Sie wollten vor der Hausarbeit noch schwimmen. Als sie da planschten, ging mein ältester Bruder plötzlich unter. Obwohl ich noch so klein war, schwamm ich los, um ihn zu retten. Auf dem Rückweg hätte ich schwören können, im Augenwinkel den Großen gesehen zu haben. Seitdem bin ich von diesem Wesen besessen. Nette Geschichte. Die Ahnen haben mich an diesem Tag gesegnet. Um sie zu ehren, werde ich dieses Wesen fangen, zum besten Angler der Welt werden und das Vermächtnis meiner Ahnen fortführen. Ich habe genug Herz und Entschlossenheit, um es zu schaffen. Und dasselbe erkenne ich in dir. Danke für deine Hilfe. Wenn ich den Großen fange, werde ich meine Beute mit dir teilen. Okay. Schön. Also wenn ich der Typ wäre, würde ich ja jetzt mit den ganzen Edelsteinen, dem Gold und so mir ein schönes Leben machen. Aber gut, dann haben wir ihm eben dabei geholfen, zum besten Angler der Welt zu werden. Oh, und die Kameraden sind auf Stufe 13 gelevelt und können jetzt Granaten werfen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das vielleicht Probleme mit sich bringen könnte, aber das erfahren wir dann wohl später. Apropos, wo sind die Kameraden eigentlich? Kameraden, wo seid ihr? Ach, da. Okay, gut, dann... Ihr wisst, was zu tun ist und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.